Herzlich willkommen bei dem nächsten Video der Endlosschleife Scrambler Marek. Und Marek, erzähl mir mal, was hast du denn heute Schönes damit gebracht? Eisgekühlten Bobelunder. Bobelunder, eisgekühlt. Ein belegtes Brot mit Schinken. Ersatzteile für die Polaris Scrambler. Was hast du da ganz genau? Ich habe eine Hülse, einen Bolzen und eine Mutter. Für den Ohrarm oberen, A-Arm hinten. Und weißt du warum? Weil das hier mal so ausgesehen hat. Okay, wir wollen jetzt erstmal die oberen Arme einschrauben. Ihr seht ja auch, hinten rechts ist schon ein Schwung da von der Sportsman drin. Da haben wir noch ein bisschen Probleme mit dem Bremssattel. Und ich will euch unbedingt mal noch zeigen, was wir da jetzt gekriegt haben am A-Arm. Das kommt nämlich von Chris Polaris, heißt er. Der hat einen Instagram-Account, sag mal Account oder Instagram? Account, ja. Ja, Instagram-Account, den verlinke ich euch mal auch unten in der Videobeschreibung. Der hat uns wirklich einen richtig Top-Preis gemacht, oder Marek? Danke, Chrissy. Ja, geschickt hat er mir das Päckchen hier. Und da sind einmal die beiden vorderen Arme. Da sind so ja Lager drin. Das sind ja Lager, die ich so ja gar nicht kenne. Er hat mir versichert, dass die Dinger gerade mal 1000 Kilometer runter haben oder 100, ich weiß es ja nicht mehr genau. Und ich muss jetzt prüfen, ob die Spiel haben oder nicht. Wenn nicht, dann kann ich es natürlich drin lassen, dann brauche ich es nicht tauschen. Wenn ja, dann müssen wir es eben noch tauschen. Das sind die vorderen Arme, und da haben wir nochmal die hinteren Arme, die Bogenen. Und das hat er wirklich so einen richtig geilen Preis angeboten mit Versand. Nochmal vielen, vielen lieben Dank, Chris Polaris. Könnt ihr mal vorbeischauen hier, vielleicht mal ein Abo dalassen oder sowas, wa? Wird er sich bestimmt auch freuen. Wie gesagt, wir haben jetzt für das ganze Päckchen 4 A-Arme so viel bezahlt, wie man normalerweise bei Polaris für ein A-Arm bezahlt. Da könnt ihr ja selber recherchieren, was wir hier bezahlt haben. Wa? Also war wirklich ein Top-Deal. Das ist schon fast eigentlich Sponsoring. Wa? Gut. Und jetzt müssen wir erstmal sehen, wie wir den A-Arm da hinten rankriegen. Die hinteren Arme von der Sportsman, die er uns geschickt hat, die wurden so ja noch nie verbaut. Das habe ich nämlich festgestellt, als ich gestern die Fettnippel einschrauben wollte, habe ich gemerkt, oh, die sind ja keine Winde drin. Da habe ich nochmal drauf angesprochen, ja, die habe ich noch nie verbaut. Die hatte ich so liegen gehabt und ich brauche sie nicht. Könnte haben. Die vorderen Arme, die haben noch so eine anderen Buchsen. Da, die kloppen wir noch raus. Das will ich euch mal zeigen. Genau, das zeige ich euch mal gleich noch. So, Marek zeigt sie gerade. Und die haben jetzt ein anderes Buchsensystem. Und ich bin der Meinung, das ist ja jetzt hier Metall. Innen drin ist ja noch Kunststoff und dann wieder Metall. Aber wir haben ja jetzt hier außen die A-Arme, also die Aufhängung vom Rahmen, wo die Arme dran sitzen, das ist auch Metall. Wenn jetzt hier nicht genug Fett dran ist und Metall auf Metall schmuggelt sozusagen, hier dreht sich ja der ganze Arm nachher, könnte sein, dass die Arme die Aufnahme, die Aufnahme vom Rahmen verschleißt. Und deswegen werden wir diese Lager rausklappen und dann lieber meine Gummilagerin machen und sagen, okay, ist halt so. Finde ich eigentlich von der Theorie nicht schlecht gemacht. Aber eigentlich ist das... Wie tragen sie da auf? Da hätten sie nochmal Gummimanschetten oder sowas gemacht. Nee, das hätte der Abstand, die normalerweise die Kunststoffteile haben. Ja, aber was hättest du die nicht bündig abschleifen können und dann einen Gummiring nochmal aufmachen können? Man hätte auch Kugellager einsetzen können, Marek. Ja. Also von der Größe her würde das mit einem Kugellager auch gehen. Gut. Okay, jedenfalls werden wir diese Lager nicht benutzen. Aber trotzdem danke, Chris. Und vor allen Dingen für den Preis. Marek, wollen wir den Preis nennen? Nee, wa? Chrissy, danke! Also wenn Marek schon zweimal Danke sagt, war der Preis wirklich Bombe. Also wirklich vielen, vielen Dank, Chris. Ich hoffe, du kriegst jetzt ein paar neue Follower. Ja? Und wir müssen die jetzt noch einbauen. Und da ist mir noch aufgefallen bei dem Arm einbauen hier unten, dass meine Buchsen in den unteren Arm ja nicht passen. Die musste ich noch mal ein bisschen umändern. Wenn jetzt dieses Video online kommt, sind die natürlich auch schon bei Fingiverse mit drin. Und Marek hat schon wieder ein Radler entdeckt und will sich jetzt aufmachen. Und wir müssen jetzt unbedingt jetzt mal weitermachen. Heute soll auch angeblich laut Paketdienst endlich die USB-Steckdose kommen, dass ich da vorne am Cockpit weiterkomme. Das werden wir dann auch noch machen. Und jetzt erstmal die Arme hinten komplett fertig machen. Und dann müssen wir uns noch was einfallen lassen mit den Stabi-Streber. Das zeige ich euch später dann nochmal. Also eigentlich nicht später, sondern ich zeige euch anschließend, was ich da noch vorhabe mit den Stabi-Streben. Weil die passen ja jetzt nicht mehr. Die Scrambler hat ja eine andere Aufnahme als die Sportsman da unten. Seht ihr das da unten? Ja. Gut. Frag mich doch mal, was ich suche. Du suchst einen Öffner. Nee, ich suche den hinteren originalen oberen Arm. Der liegt hier. Und wo ist der neue? Marek, was machst du da? Heiß, heiß, Baby. Wir haben ja eine geile Anleitung gesehen, wie man Radlager rausbekommt, ja? Anton,
verlinke ich mal da oben. Und Anton hat gesagt, wir sollen es jetzt mal richtig heiß machen und dann klöpfeln wir das raus. Gut, wir haben keine Antriebswelle, wir haben was anderes. Wir haben eine ausrangierte Bohrkrone. Die passt auch hin. Na? Das legen wir jetzt gleich hier rauf. Und dreschen mal das Lager raus. Genau. Die Bohrkrone rauf, den Schläger genommen und dann. Die müssen, genau, ja? Ja, ein Schild festhalten. Heiß. Ja, das ist heiß. Ja, am Anfang springt sie ein bisschen die Glocke. Ist noch nicht so ausgereift, meine Technik. Man kann sich auch ein Auspresswerkzeug kaufen. Und bitte nicht daneben hauen, ja? Jetzt sitzt sie. Und der Radlager ist draußen. Hm? Da ist es. Halt mal hoch. Ich habe übrigens zu Hause eine Presse für solche Fälle. Ist mir doch scheiße, ja. Ich möchte den Leuten zeigen, dass es auch ohne Werkzeug geht, Spezialist. Man kann sich natürlich jetzt einen Presskasten kaufen für mindestens 40 Euro, oder? Nee, meine Presse hat mehr gekostet. Ich habe ja so eine Ständerpresse. Das ist ein Anheber, oder? Ist das ein Anheber? Hm? Gut. Was müssen wir jetzt machen? Das ist heiß, abkühlen lassen. Wir müssen jetzt erstmal innen drin die Rostspuren entfernen. Da holen wir jetzt wieder Rostlöser rein. Ja, ich weiß nicht, ob man das sieht. Das war ein Fehler. Die Lappen, die hier liegen, würde ich nie benutzen. Alter. Hier sieht man zum Beispiel, hier ist überall der Rost. Aber sieht man in der Kamera nicht so gut. Oh, ist heiß. Hier, ja. Der Rost kommt nicht von dem Teil hier, das ist ja Alu, das rostet ja nicht, sondern mehr vom Radlager. Und das müssen wir mal beseitigen, dass das Neue dann nachher rinflutscht, wa? Das machen wir mit Rostlöser und dann nehmen wir ein bisschen Stahlwolle und schmuggeln das ein bisschen aus, wa? Gut. So, in der Zeit, wo das Radlager im Tiefkühlfach liegt, für mindestens 20 Minuten, machen wir erstmal den unteren Arm ab. Andere Seite haben wir ja schon getauscht. Dann kommen da meine neuen Buchsen rein. Aber eben so einen Arm abbauen, ja. Muss ich euch nicht erklären. Wer das nicht kann, sollte das lieber nicht machen. Ha? So, wir bereiten gerade den Arm vor. Marek haut jetzt gerade die Buchsen wieder rein. Schön mit einem Yummy-Hammer. Nee, doch nicht. Oder doch? Ja, doch. Schöne weiße Buchsen, wa? Marek? Ja, die sind gut. Ja, auch schön stramm. Aber wie gesagt, ich muss dir jetzt mal darauf hinweisen, ich bin noch dabei beim Umtüfteln. Marek, können wir den mal ein bisschen drehen? Ich weiß, dass ich dich jetzt ärgere. Aber eben ursprünglich waren die Buchsen so breit hier. Aber das passt im unteren Arm nicht. Da habe ich jetzt die einfach erstmal abgeschliffen. Aber ich werde nochmal komplett bei Fingiverse die passenden Buchsen anbieten für die unteren Arme. Wa? Die muss ich dann aber auch nochmal extra kennzeichnen. Die musste ich bei mir bis jetzt noch nicht tauschen. Deswegen war das jetzt einfach mal ein Test. So, Marek macht jetzt... Kannst du aber einfach Schraubensicherung sagen. Marek macht jetzt den Achsschickel warm. Das zweite Mal. Weil wir den tiefgefrorene Radlager da reindrücken müssen. Ja, tiefgefroren ist relativ, halbe Stunde im Tiefgefahr. Und am Radlager soll noch ein bisschen Schraubensicherung ran, Loctite, laut Handbuch. Das kommt am Radlager ran. Keine Ahnung, muss wohl, dass es noch fester sitzt irgendwie, keine Ahnung. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt da irgendwie rinkriegen. So, Loctite ist drum. Ich habe das farblos genommen. So, wollen wir mal gucken, ob es passt, ob du das heiß genug gemacht hast. Zack, drin ist es. Sprengring. Von mir haben wir Reste. Was ist denn das? Den Sprengring. Das ist vom. Was? Sprachstörung. Was hast du denn? Ja, ich hab. Ich hab Sprachstörung, Alter. Ist schon gut. Weißt du, wie ich da gekämpft habe, um den Ringen zu machen? Also, sieh zu. Der Sprengring, der macht richtig Arbeit, ihn da wieder drin zu machen. Vor allem, wenn man nicht die richtige Zange hat. Und ich hab's ja nicht. Deswegen stellt er sich jetzt genau vor der Kamera, damit ihr das auch nicht seht, wie er das macht. So. Richtig schwer.
Richtig doof, Alina. Gut. Jetzt haben wir noch abkühlen und dann können wir es einbauen. Richtig doof. Also schön. Du darfst lachen. Also schöne Drahtlager runterkühlen, das Teil ja warm machen, dann flutscht das Lager eigentlich von ganz alleine darin. Ja? Gut. Eigentlich ist geil. Also mindestens eine Stunde im Tiefkühlfach bei minus 20 Grad. Das müsst ihr nämlich den Hammer nehmen. Okay. Gut, okay. Marek, hast du das wirklich die drin hier oder? Ich muss noch mal kontrollieren hier, das ging viel zu schnell hier. Wieso, weil du es nicht kannst, ja? Das ist zu die Tonne. Gut, okay. Und jetzt schrauben wir mit 108 Newtonmeter wieder fest. So, und der Marek, der baut jetzt wieder mal schön den Akschickel ein. Und der ist immer noch warm vom Radlagertausch. Alter, das ist nicht warm. Alter, das ist heiß. Ja, Marek, du bist ein kleines Weichei. Das ist mir egal, das war nicht heiß. Hast du überall noch mal ein bisschen Fett dran gemacht? An den Buchsen? Ja. Ja. Weil Fett kann dann nie schaden, wa? So kriegen wir alle unser Fett weg. So, jetzt müssen wir natürlich die neue Radlager, die sind ja eigentlich abgeschmiert, ja? Aber nur viel hilft viel, wa, Marek? Ja. Dann nimmst du mal hier mein Tool erstmal. Und rinde Ding. Und du sagst mir, wenn da ein Fett rauskommt, ja? Wo denn? Aus dem Radlager irgendwo. Da kommt dann so ein grünes Fett raus. Jetzt kommt es, wa? Jetzt, ja. Gut, ab. Und jetzt ganz vorsichtig rausziehen, nicht, dass du die Glocke jetzt vom Radlager abziehst. Dabei ein bisschen drehen und dann krackeln und rausziehen. Das geht schwer, ich weiß. Ich habe die Dichtung ein bisschen stramme konstruiert, aber... Es geht. Ja, das darf nicht raus. Weiter. Mit. Zieh. Klapp's. Ich muss, glaube ich, die Dichtung mal nacharbeiten. Ja, jetzt kommt's. Gut. Okay. Jetzt haben wir das Radlager nochmal komplett mit Fett gefüllt. Jetzt kannst du das Ding drauf stülpen. Das zieht sie ja ran beim Anschrauben. Die Scheiben. Die Scheiben müssen wir sauber machen oder nicht? Nee. Ran, so wie sie waren. Und dann nimmst du den Newtonmeter-Schlüssel, 108 Newtonmeter, und dann Spind drin. Den Spind muss ich ja suchen, wa? Scheiße. Also, Marek. Ja? Willst du den Bremssattel nicht weglassen? Bei KNM ist ja auch bloß immer einer hinten. Bei Arctic Cat auch teilweise. Na, warum wollen wir da jetzt wieder anbauen? Geht doch mit ihnen auch, oder? Weil wir es können. Willst du dich auf dasselbe Niveau runterlassen? Ja, runter oder hoch ist noch ein Unterschied, wa? Marek, du hast doch auch wirklich Schraubensicherung rangemacht an den Bolzen. Nee, habe ich nicht, weil wir haben noch keine hier, aber dann müssen wir mal nachholen. Das Ding ist, wird ja sowieso nicht so schnell bewegt, weil Bremse entlüften, weil Fettnippel, weil vorne noch nicht fertig. Weil wir wollen ja ehrlich sein, ne? Wir sind jetzt ganz ehrlich, wir haben nur halbe Arbeit gemacht. Aber wir haben die A-Arme schon dann hinten. Jetzt beide Seiten. Mit meinen neuen Lager hier. Überall. Überall. Marek ist jetzt der allererste, der wirklich überall meine Lager drin hat. Also bei mir ist ja nur hier das Lager drin. Hier das Lager. Und hier oben am Arm habe ich die Lager drin. Vorne noch gar nicht getauscht, weil ich noch kein Spiel habe. Und die unteren Lager habe ich bei mir auch noch nicht drin. Weil sie auch noch kein Spiel hatten. Gut, wir müssen aber noch die Stabi-Strebe noch die Bienenlager drin machen und müssen letzte für die Aufhängung hier unten, für die Arme bei der Sportsman, ist es ein bisschen anders als bei der Scrambler, müssen wir uns noch einen Adapter bauen. Das machen wir natürlich auch jetzt noch, wa?
So, Hinterachse haben wir fast fertig. Wir müssen nur noch die Bremsleitung ein bisschen umändern, die Stabi-Streben. Aber jetzt machen wir noch bei der Stabi die Buchsen, wa, Mike? Jo. Und dann sind wir für heute erstmal fertig, weil wir müssen auf Material wieder warten, wa? Jo. Gut. Angekommen ist auch noch was. Und zwar die USB-Steckdose. Ich habe eigentlich eine bestellt, die eine Anzeige hat. Mit Spannung. Aber Chinamann hat gesagt, nee, für diesen Preis kriegst du die nicht. Du kriegst bloß die normale. Ja, dann hieß es doch in der Beschreibung, du kriegst noch Kabel mit zu. Ja, der wird eine ordentliche Bewertung kriegen. Der einzige Vorteil ist gewesen, die war schneller da, als er gesagt hat. Okay, gut. Die Elektrik mag am Morgen in Ruhe weiter. Dann habe ich die Kanzel auch fertig. Und dann gucken wir mal, wann das Blinkrelais da ist. Was?